Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aesthetic Possibilities. Es ist wieder Donnerstag und wie immer gibt es donnerstags dann wieder einen wunderschönen Fall aus der Ästhetik. Heute einmal wieder etwas Kombiniertes, das heißt, wir haben Implantate, wir haben Kronen, wir haben Veneers. Und ich zeige euch jetzt einfach mal direkt, wie die Patientin zu uns kam. So ist das Ganze losgegangen oder so sollte es losgehen. Also ihr seht jetzt hier schon im Oberkiefer, da gibt es Kronenversorgungen. Im Unterkiefer haben wir hier schon dieses Provisorium, mit dem die Patientin in die Praxis kam. Also es musste etwas getan werden. Die Patientin hatte auch eine starke Parodontose. Das heißt, wir mussten auch an dieser Stelle schauen, welche Zähne eigneten sich überhaupt noch für die weitere Versorgung. Und es war eben, ja, es war ein Gesamtkonzept, was aufgestellt werden musste. Hier seht ihr das jetzt nochmal leicht geöffnet. Ohne das Provisorium im Unterkiefer und im Oberkiefer seht ihr jetzt, dass die Zähne eben, also sind ihre natürlichen Zähne. Hier hatte sie Kronen. Ihr seht schon, die Zähne sind irgendwie nicht gleich lang. Es wirkt alles so ein bisschen leblos. Das sieht man jetzt auch auf dem nächsten Bild nochmal. Es wirkt alles so ein bisschen leblos und ja, eben ohne viel Finesse und ohne wirklich irgendwie schöne Effekte. So, das war also alles relativ eine Farbe von oben bis unten eigentlich. Und auch hier auf ihrer linken Seite, diese Brückenversorgung, die es jetzt hier gab, wirkte alles so ein bisschen plump. Was ihr jetzt im Unterkiefer auch schon seht, also das ist nämlich das, was ich anfangs schon angesprochen hatte, dass wir eben auch hier eine Parodontitis eben hatten. Das heißt, Knochenrückgang, Zahnfleischrückgang, hier liegt schon relativ viel frei auch von den Zahnhälsen. Aber diese beiden Zähne, weil es eben die Eckzähne sind, konnten wir für die finale Versorgung auf jeden Fall noch mit einbeziehen. Denn hier ist es ja immer so, dass der Knochen eigentlich an den Eckzähnen relativ lange bleibt, weil eben die Eckzähne mit die längsten Wurzeln auch haben. Was ihr jetzt auf dem Bild auch schon seht, das ist im Grunde auch schon einer der nächsten Steps dann, das schon implantiert wurde. Ihr seht hier oben rechts ist schon ein Implantat, im Unterkiefer sind schon Implantate auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist auch schon implantiert worden. Das heißt, wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo Stefan dann die Patientenfälle eigentlich wieder zurückgibt und dann hier an der Stelle mit dem Zahnersatz weitergeht. Und da seht ihr jetzt schon das finale Ergebnis. Also die Patientin hat im Oberkiefer eben die Kronen erneuert bekommen. Die Zähne, die jetzt ihre eigenen natürlichen Zähne noch waren, die haben wir mit Veneers versorgt. Das heißt, der seitliche Schneidezahn und der Eckzahn. Und die Implantate dann eben auch mit schönen Zirkonbrücken. Und jetzt seht ihr hier nochmal, wir haben jetzt erstens mal, die Schneidezähne sind jetzt auf einer Länge. Wir haben aber trotzdem diese Stufenbildung zu den seitlichen Schneidezähnen. Dann die Eckzähne. Es wirkt also alles im Vergleich zu der Ausgangssituation alles sehr viel harmonischer. Und eben aber auch durch die Keramik. Es wirkt jetzt vitaler. Es ist nicht mehr dieses Plumpe. Es ist nämlich dieses von oben bis unten eine Farbe. Ohne irgendwelche Lichtbrechungseffekte, was man jetzt hier sehr schön sieht. Also ihr seht richtig die Struktur und die Textur dieser Zähne. Und das ist eben etwas, was an der Stelle dann sehr schön umgesetzt wurde vom Labor. Hier nochmal in der direkten Gegenüberstellung. Oben, das, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, also hier alles relativ eintönig. Hier sehr viel Abwechslung und es ist eben ein sehr schönes Lichtspiel. Ja, Patientin auf jeden Fall mega, mega happy. Und wir konnten so wieder ein Patientenleben etwas glücklicher machen, indem wir jetzt dafür gesorgt haben, dass hier wieder kräftig gelacht werden kann. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diesen Fall findet, was ihr vielleicht auch zu kritisieren habt, ob es euch von der Farbe her gefällt. Und wie immer, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und dann sehen wir uns hier regelmäßig donnerstags bei einer neuen Folge Aesthetic Possibilities. Also macht's gut, bis dann.